Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von MotoFuzzi. Ja, heute sind wir hier mal wieder bei Motorrider Malaga. Erstmal vielen Dank an Motorrider Malaga für diese Probefahrt. Ja, wir sind heute mit der Z900 2022er Baujahr unterwegs. Die habe ich ja noch nicht getestet bzw. euch vorgestellt. Ich finde die in Weiß wieder mal Geschmackssache, aber sehr, sehr schön. Und ja, das ist die volle Version, wenn ich euch mal wieder eine 125er vorstellen darf, ja. Nein, nicht 125 Kubik, 125 PS, ja. Zu meiner Vorgeschichte, ich fahre wie ein alter Opi. Ich hatte aber mal eine Z900 mit 48 PS. Das ist nur, ja, zu meiner Vorgeschichte. Ich liebe dieses Design, ich liebe diesen Sound von der Z900. Und deshalb hatte ich sie mir damals gekauft. Das Lustige, als ich sie das erste Mal mit 125 PS gefahren bin, das war, dass man eigentlich so erstmal untenrum gar keinen Unterschied gemerkt hat. Die kommt dann erst, was ich bei höheren Drehzahlen oder wenn man auf der Autobahn, naja, da ist ja logisch, da hat man auch höhere Drehzahlen, da merkt man dann erst, dass er mehr Power hat, so untenrum. Natürlich marginal. Es ist jetzt nicht so, wo man sagt, so, oh wow, na, das ist ja eine Bombe. So, wenn man von der anderen kommt, die 48 PS, die hat ja auch schon ganz schön Bums untenrum. Ja, fährt sich erstmal so wie meine, mehr oder weniger. Das ist schon irgendwie komisch. Aber so ist er natürlich schon vertraut, machen irgendwie einen gewaltigen Eindruck, wenn man drauf sitzt mit diesem breiten Tank. Macht also einen sehr guten Eindruck. Ja, also nochmal, also ganz aufrechte Sitzposition haben wir nicht. Wir haben ein bisschen nach vorne geneigt. Wir haben, der Sitz ist auch relativ hart. Würde mich jetzt, da ich ja im Moment sehr viel Honda-Fahrer, eigentlich ganz gut so an Honda erinnern. Hart, aber herzlich. Bin hier auch, naja, längere Strecken nicht, aber weiß ich, wenn man mal so einen Tag fährt oder so, da nach 200, 300 Kilometern tut einem schon alles weh, aber naja, das ist natürlich ja bei den meisten Motorrädern so, außer das sind vielleicht so eine Adventure Sports oder wie sie heißen. Und ansonsten, ehrlich gesagt, also diese, wenn die Dinger nicht immer so unpraktisch wären, sage ich euch ja immer, dann hätte ich mir auf jeden Fall jetzt die rote, diese 60 Jahre
Edition gekauft. Die gefällt mir wirklich gut. Aber die ist auch gar nicht mal so sehr viel teurer als die Standardversion. Ich glaube, die kostet um die 1000 Euro mehr als die Standardversion, die rote. Und dann haben wir noch, also insgesamt haben wir, glaube ich, 5 Versionen. Das werde ich euch mal auflisten und zeigen. 5 mehr oder weniger verschiedene Versionen. Was ich mit Performance und SI und 60 Jahre Jubiläum und was es da alles gibt. Auch das Gas, muss ich wieder sagen, das habe ich ja auch bemängelt oder bemängle ich eigentlich ja immer bei Kawasaki, bei den 48 PS Versionen. Das Gas ist immer sehr wackelig, aber bei den vollen Versionen, also ich habe ja jetzt eine volle Version, da ist das nicht, da ist das richtig schön sanft. Und dann hängt das wahrscheinlich wirklich mit dieser Reduzierung zusammen. Ja, also wie ihr wisst, ich bin ja nicht so für Power unbedingt. Also mir reichen ja definitiv die 60 PS meiner Honda Forza 750, die ich im Moment zur Leihgabe habe. Aber hier aus dem fünften Gang, das ist dann immer der Unterschied. Wenn man da aufdreht, da braucht man nicht runterschalten, die haut immer noch weg, wenn man halt noch so viel PS da übrig hat. Und das ist dann der große Unterschied, besonders dann für Autobahnfahrten, jetzt ja im Unterbereich nicht so sehr. Deshalb müsst ihr euch überlegen, aber eigentlich bei der Z900 ist es ja gar nicht so eine große Überlegungssache, wenn ihr den vollen Führerschein habt, warum soll man dann die A2 oder die 95 PS Variante nehmen, die haben ja alle den gleichen Preis. Nur wenn man natürlich A2 hat, dann ist natürlich eine Überlegung. Und da ist dann das Problem, wenn man die dann öffnet, dass sie dann nur 95 PS hat und nicht 125. Aber vom Preis her sind die gleich. Finde ich auch teilweise ein bisschen ungerecht, ja. Aber ja, so ist das halt nun mal. Das Leben ist ungerecht. Das ist natürlich jetzt auch wieder so eine Sache. Ich bin zwar kein Fanboy, aber ja, Fanboy in dem Sinne natürlich klar. Die habe ich mir damals gekauft. Die fand ich toll. Besonders natürlich vom Aussehen und vom Sound. Und die würde ich mir auch wieder kaufen, aber es gibt ja natürlich auch Motorräder, wo man dann sagt, so wie meine CB500X, die ich jetzt nicht unbedingt wieder kaufen würde. Dann würde ich dann versuchen, was anderes zu nehmen. Aber die hier, also wenn es mir nicht um diese, um das Praktische ginge. Wow. die würde ich mir dann in Rot zulegen. Das wäre ja dieses Jahr ideal gewesen mit dieser tollen Farbgebung. Und da hätte ich dann halt meinen Spaß, aber ja, 125 PS, also definitiv für Spanien übermotorisiert, definitiv. Die Schaltung von den Kawasakis finde ich wirklich toll und ziemlich idiotensicher. Und da kann man schon fast nichts falsch machen. Die schalten einfach, alle Gänge gehen rein. So was ich bisher getestet habe, das ist wirklich so mit das Beste, was ich, muss ich immer wieder sagen, was es so gibt, ja. Da gibt es ja auch ganz, ganz andere Kandidaten. Ich möchte ja mal erinnern an Ducati. Da bin ich zwar nur eine Probe gefahren bisher, aber das war sehr, sehr problematisch. Da habe ich die Neutralen nicht reinbekommen und so. Da es gibt also auch ziemliche, obwohl ja die Hersteller Motorräder schon sehr lange bauen, komischerweise ist ja bei Autos teilweise auch, gibt es immer irgendwelche komischen Schwachstellen, die nicht oder einige Hersteller nicht in den Griff bekommen. Das kann ich dann immer nicht so richtig verstehen. Auch das Runterschalten irgendwie, das geht einfach alles hier. Das klappt einfach alles. Also ich bin schon wieder begeistert. Also ich, wenn ich jetzt sah immer auch wieder meinen Spruch, wenn ich die zurückbringen würde zum Händler und hätte und wäre Kaufinteressent, dann würde ich die sofort bestellen. Das habe ich ja beim letzten Mal auch gemacht. Aber jetzt mache ich es natürlich nicht mehr, weil ich brauche ja was,
was ein bisschen praktischer ist. Und die hier mit Seitenkoffern und mit Topbox sieht bestimmt nicht ganz so prickelnd aus. Und deshalb machen wir das vielleicht lieber nicht. So, hier ist sie nun, die Kawasaki Z900 in der vollen Version. Das heißt, normalerweise kann ich die meisten ja hier bei Kawasaki nur mit 48 PS Probe fahren, weil die alle reduziert sind. Aber diese Z900 haben sie in der Vollversion, das heißt mit 125 PS. Ich habe es ja vielleicht schon mal eingeblendet, aber wir haben insgesamt wohl 5 verschiedene Modelle oder so oder Modellvarianten. Das blende ich mal ein. Diese Standardversion hier, also am preiswertesten ist es bei der schwarzen Version. Die geht bei 10.550 los plus Registrierung und 100 Euro mehr kostet dann die weiße, also die hier und die grüne. Das ist also ein Vierzylindermotor mit 948 Kubik. Also eigentlich hätten sie die ja schon fast Tausender nennen können, aber sie haben ja schon eine Tausender im Programm, deshalb wahrscheinlich nicht. Und wir haben also nochmal 92,2 kW, das sind 125 PS bei 9500 Umdrehungen und 98,6 Newtonmeter bei 7700 Umdrehungen. Der Spritverbrauch wird von Kawasaki mit 5,7 Litern angegeben und ein 17 Liter Tank aus Erfahrung. Also ich habe ja nun nicht die Vollversion gehabt, ich habe nur die 48 PS Version gehabt und die hat schon, ich bin ja kein Draufgänger und fahre ganz normal oder viel zu normal und da habe ich schon bereits 6,6 Liter verbraucht, aber vielleicht ist es bei den größeren auch weniger, ich habe keine Ahnung. Die Sitzhöhe bei der Maschine ist 820 mm. Für mich also eigentlich kein Problem, ist natürlich schon ein bisschen höher. Ich mache nachher nochmal die Sitzprobe, damit ihr seht, wie das aussieht. Wir haben vorne 120er 17 Zoll Reifen und hinten 180er auch 17 Zoll. Die Maschine wiegt insgesamt 210 Kilo. Das ist auch schon alles, was ich euch hier erzählen wollte beim Rumlaufen. Wir machen jetzt nochmal die Bedienelemente, das Display und das war's. So, also hier haben wir erstmal die Bedienelemente auf der linken Seite. Da haben wir einmal den Kupplungsgriff, der ist verstellbar, fünffach, wie ich das sehe. Dann haben wir vorne den Lichthupenschalter. Dann haben wir den Schalter für Abblendlicht und Fernlicht. Hier haben wir den Schalter für die Fahrmodi bzw. fürs Display. Hier haben wir den Blinkerschalter und hier haben wir den Warnblinkleuchtenschalter und die Hupe hier. Auf der rechten Seite haben wir dann den Notausschalter und den Starterschalter und dann natürlich das Gas und den Bremshebel für die Vorderradscheibenbremsen, auch fünffach verstellbar. Ja, sieht so aus. So, dann kommen wir zum Display. Das ist etwas umfangreicher. Ich werde das mal im Schnelldurchlauf machen. Und was ich noch mal dazu sagen will, das werde ich immer wieder sagen. Es gibt zwar eine App-Anbindung, aber das ist alles nicht sehr intuitiv und toll gemacht für den täglichen Gebrauch. Das muss man alles irgendwie immer manuell starten und so. Das ist alles so. Und jetzt schalten die Motor an und schalten die Motor aus. Das finde ich alles sehr, sehr blöd und das hat mich damals schon sehr geärgert. Und das ist bei Honda oder so sehr viel einfacher. Der Bluetooth verbindet sich, sobald man zum Gerät kommt und dann hat sich die Sache erledigt. So, okay, aber trotz alledem, wir sehen erstmal im Display Folgendes. Und zwar oben links haben wir die Ganganzeige, da haben wir sehr schön groß den Drehzahl oder das Drehzahlmesserband. Das finde ich auch sehr schön. Und das Display ist auch bei jedem, obwohl es ja ein TFT ist, ist aber sehr gut ablesbar bei allen Lichtverhältnissen. Und das finde ich sehr schön. Ringsherum sind die ganzen Kontrollleuchten. Und in der Mitte haben wir dann halt sehr groß die Geschwindigkeitsanzeige, dann links davon haben wir die Tankanzeige,
Dann die Temperatur, die Kühlmitteltemperatur haben wir hier im Display. Wir haben Trip A, Trip B und Verbrauch und die Uhr rechts. Und wir schalten jetzt mal ganz kurz durch. Wenn wir das untere Feld können wir umschalten, indem wir entweder die Tasten hier nehmen am Display direkt oder eben mit dieser Select-Taste hier am Lenker. Wir haben jetzt den Durchschnittsverbrauch, wir haben die aktuelle Reichweite, wir haben Durchschnittsgeschwindigkeit, Zeit, Batterie und aktuellen Verbrauch. Und wenn ich jetzt oben auf die Taste drücke, können wir oben durchschalten. Wir haben Trip A, Trip B, wir haben den wir haben die Kilometeranzeige. Die Temperatur bleibt immer ablesbar, es sei denn, man wählt den Rider Mode, dann wird da was anderes angezeigt. Das ist auch ein bisschen schade. Wenn ich jetzt länger drücke, wir sind jetzt im Sportmodus, dann kann man mit der Taste runter eben durch die ganzen Modi gehen. Und wenn man die länger drückt, das heißt, wir sind jetzt im Sportmodus, wir haben also die volle Leistung. Wir haben Road, da ist es dann schon alles etwas reduziert. Auch die Traktionskontrolle wird reduziert. Wir haben Rain Mode, dann wird es dann nochmal reduziert. Und den Rider. Und wie ihr seht, da könnt ihr auch die Traktionskontrolle ausschalten und verschiedene das Power Level eingeben und so weiter. Und da wird dann halt nicht die Kühlmitteltemperatur angezeigt. Und wir können dann wieder hochgehen. Rain. Und ich gehe mal wieder zurück in den Road-Modus hier. Warum geht er jetzt wieder nicht zurück? So, das ist irgendwie ein bisschen hakelig. Aber ja, der eine sagt halt, es ist hakelig. Der andere sagt, du bist zu blöd dafür. So, wenn wir die Taste rechts drücken und sind in einem Feld, was nicht rücksetzbar ist, dann können wir in den anderen Modus wechseln. Und zwar nicht weiß auf schwarz, sondern schwarz auf weiß, falls es einem besser passt. Und wenn wir dann die beiden Tasten gemeinsam drücken, dann kommen wir dann ins Menü, wo wir dann noch viele weitere Einstellungen einstellen können, die ich aber euch alle nicht zeigen werde, weil das wirklich, also ich finde wirklich, das ist wirklich sehr hakelig und dass man da immer nie raus und reinkommt und sowas. Also ich mag das überhaupt nicht. So, jetzt ist wieder so Vehicle Settings, was können wir hier einstellen? Also das werde ich euch gar nicht zeigen, weil das dauert alles so lange. Ihr seht ja, was man einstellen kann, Bluetooth-Verbindung, Units und das ist auch schon alles. Mal sehen, wie komme ich hier rein, indem ich rechts drücke. Da kann man dann einstellen, wann die Shift Lamp, also 5500 und so weiter und so. Man kann viele Sachen hier verstellen. So, und ich muss euch leider auch eine schlechte Nachricht machen. Und zwar, ich werde nicht weiterfahren mit der Maschine. Ich habe zwar noch Zeit und ein bisschen Sprit, aber das ist so wahnsinnig heiß und das brennt hier auf mich runter. Und mir läuft der Schweiß hier schon in die Kamera rein. Das kann ich nicht machen. Ich muss jetzt wieder zurückfahren und werde die Probefahrt ein bisschen abkürzen. Es hat sich ja auch nichts geändert zum Vorjahr. Ich wollte euch nur mal das vorstellen und besonders schön finde ich natürlich diese neue Farbgebung mit dem Weiß hier und dem Rot. Finde ich wunderhübsch. Ja, fährt sich wie ein Traum, schaltet sich wie ein Traum. Sitzposition ist eigentlich sehr, sehr schön und auch noch akzeptabel, auch für ältere Menschen. Und die Power ist natürlich auch schön. Ich denke mal, das war mein vielleicht kurz Überblick über die Z900. Solltet ihr weitere Fragen dazu haben, könnt ihr mich gerne kontaktieren beziehungsweise hier einen Kommentar schreiben. Das war erstmal alles hier für die Kawasaki Z900 2022. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bye, bye.